Hallo meine Lieben, ich bin Soy Thomas, aka Sparkojote. Heute sprechen wir mal über ein Thema, das glaube ich nicht unbedingt hier auf diesen Kanal passt, aber dennoch möchte ich darüber sprechen, weil es aktuell in meinem Leben sehr wichtig ist, aber auch wahrscheinlich für viele Leute vielleicht auch Einblicke geben kann in ihre eigene Psyche und auch in meine Psyche, wenn euch das so ein bisschen interessiert. Und zwar möchte ich über das Thema Ego sprechen und das ist ein Thema, damit beschäftige ich mich in den letzten Jahren schon extrem viel. Und ja, Ego, was versteht man so ein bisschen drunter? So die klassische Definition, ja, das ist das Ich, das bist du und so weiter. Aber grundsätzlich gehe, oder das ist so, so habe ich das oder so interpretiere ich das. Das Ego bist nicht immer unbedingt du. Vielleicht bei mir, was ist mein Ego, ja? Mein Ego besteht aus vielen verschiedenen Dingen, vor allem auch aus vielen Fremdbildern, ja, so sprich Fremdbilder im Sinne von, was andere Menschen von mir denken. Oder zum Beispiel, dass ich hier in diesem Office bin, so wie es eingerichtet ist, das ist auch Teil von meinem Ego. Bestimmte Dinge, die ich zum Beispiel mache oder preisgebe auf YouTube, auf meinem Blog, ja, dass ich auch transparent über meine Finanzen und so weiter spreche. Das gehört alles so ein bisschen zusammen zu meinem Ego, hat aber so gesehen nicht unbedingt in meinen Augen damit zu tun, wer oder was ich wirklich bin, ja, sondern das ist alles in der Vergangenheit. Ja, es hört sich so ein bisschen wirrwarr an. Ich hoffe, du kommst da so ein bisschen mit und bleibst da dabei. Auch wenn vielleicht ein paar Dinge vielleicht nicht direkt verständlich sind, weil ich mich da auch noch nicht so gut darin ausdrücken kann tatsächlich. Aber ich habe so in den letzten Monaten auf jeden Fall gemerkt, dass etwas auf jeden Fall nicht passieren darf, ja. Und da habe ich mit zu kämpfen, kann ich offen und ehrlich zugeben, dass man sein Ego nicht aufgrund von bestimmten Dingen, Geld oder bestimmten Dingen, die man macht oder bestimmte Dinge, die man erreicht hat, definiert, ja. Also das heißt, man sollte sich nicht definieren, ob man jetzt erfolgreicher Unternehmer ist oder ob man viel Geld hat, viel Geld verdient, ja. Oder zum Beispiel, ja, irgendwie ein geiles Office hat oder einen krassen Lebensstil führt oder auch im Umgekehrten irgendwie keinen krassen Lebensstil führt und das dann verherrlicht, ja. Also da habe ich stark gemerkt, dass das Ego im Prinzip dann wie eine Art von, ja, Gefängnis ist, weil man dann halt in der Schublade stecken bleibt und sich selber diese Schublade macht und die anderen diese Schublade dann auch sozusagen übernehmen. Und das bedeutet so gesehen, dass auch der YouTube-Kanal eine Form von Ego ist, der Blog auch eine Form von Ego, ja. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Dinge mache, die jetzt Leute nicht erwarten, dass ich die machen würde, obwohl ich die eigentlich gerne machen würde, habe ich mir selber durch mein Ego eigentlich, ja, ein kleines Gefängnis geschaufelt. Und das habe ich jetzt auf jeden Fall gemerkt, das ist sehr, sehr, ja, wichtig, dass man aus oder bewusst halt aus diesem Gefängnis halt rausgeht. Und das geht halt nur, wenn man bewusst sich damit beschäftigt. Und ein bestes Beispiel, das ist für mich auch so etwas sehr Wichtiges, wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr minimalistischen Lebensstil habe oder einfach mich auf das fokussiere, was mir wichtig ist, da habe ich schon einen großen Schritt gemacht, damit ich sozusagen meinem Ego oder mein Ego mir nicht in dem Weg oder im Weg steht, ja. Weil als Beispiel, aktuell sind für mich Kleider nicht wirklich relevant. Also ich lege wirklich keinen Wert auf irgendwie teure Kleider, Modekleider. Es muss nicht irgendwie neu sein, es kann von mir aus, also ich bekomme ja meine Kleider hauptsächlich geschenkt, ja, also eigentlich fast alles bis auf Schuhe bekomme ich immer geschenkt, entweder von Freunden, Familien, Verwandten. Ich habe letztens übrigens einen richtig geilen Sweater bekommen, hier gehen Grüße raus an den lieben Stefan, danke dir an dieser Stelle, der ist richtig geil von seiner eigenen Marke. Konnte ich halt aktuell leider noch nicht anziehen, weil ich halt wegen der aktuellen Situation auch noch nicht so viel rausgegangen bin, aber der wird geil sein auf jeden Fall, also da freue ich mich schon, dass ich dann den tragen kann. Aber also ich habe zum Beispiel, ich bekomme immer Kleider geschenkt und habe da auch jetzt nicht irgendwie den Drang danach, Kleider zu kaufen, ja. Und als Beispiel, wenn man jetzt so zum Beispiel auf einmal sich Kleider kauft und jetzt die Leute sehen, okay, hey, ja, der kauft sich jetzt mal auch wieder eigene Kleider und jetzt hat er auf einmal ja auch recht teure Kleider, man sieht dann auch die Marke und so weiter. Jetzt hat man sich so ein Fremdbild aufgebaut und die Leute denken, ja, der kauft sich jetzt halt einfach Kleider, weil sich's leisten kann, sein Outfit ist halt XY wert, ja. Kennt ihr ja so diese, ich habe ja auch schon auf solche Videos reagiert, Hypebeaster und so. Und das Ding ist halt, man schaufelt sich dann halt so wie ein eigenes Grab schon fast. Und wenn man jetzt dann zum Beispiel sagt, okay, hey, ich lege jetzt wieder weniger Wert auf Kleider, dann hat man auf einmal vielleicht dann nur noch günstige Kleider und nur noch geschenkte Kleider wieder an. Und die Leute haben immer noch so das Bild, okay, der kann sich ja diese Kleider kaufen, leisten und so weiter. Und jetzt hat er auf einmal nicht mehr diese Kleider. Was ist da los? Was geht da schief? Geht es dem nicht mehr gut? Hat er finanziell Probleme und so weiter? Obwohl das einfach nur eine individuelle bewusste Entscheidung gewesen ist, weil man jetzt nicht mehr so viel Wert auf Kleider legt. Ja? Also ich sage jetzt nicht, dass teure Kleider schlecht sind per se. Nein, soll jeder machen.
machen, was er will. Aber das war jetzt halt einfach nur so ein Beispiel. Und da merke ich auch immer wieder, dass auch im umgekehrten Sinn, ja, das auch so sein kann, ja. Und da habe ich mir auch dann so bewusst so überlegt, okay, wie kann man das angehen, dass zum Beispiel eben dieses Ego einem nicht im Weg steht, ja. Und ich glaube, das geht im Prinzip in dem Sinn, also du kriegst dein Ego nie komplett weg, ja, hier in dieser Welt oder wie man dem sagen will. Oder das glaube ich zumindest nicht. Aber du kannst halt einfach du selber sein und ein Mensch entwickelt sich, ein Mensch verändert sich und das soll jedem bewusst sein. Das heißt, das, was ich vor einem Jahr noch gemocht habe, muss ich nicht jetzt mögen. Oder das, was ich jetzt mag, muss ich in einem Jahr nicht mögen. Es kann auch sein, dass ich morgen nicht mehr mag, ja. Und das ist halt so ein bisschen so ein Punkt, den ich als sehr wichtig empfinde und hier auch nochmal auch rüberbringen will, ja. Also so dieses Selbst- und Fremdbild hat viel auch mit dem Ego zu tun, ja. Also man hat auf der einen Seite so dieses Fremdbild, das man aufbaut und das auch gleichzeitig mit seinem Ego dann auch aufbaut, ja. Aber umgekehrt auch im Selbstbild, ja, dass man in festgefahrenen Mustern ist und dann halt denkt, ja, das bin jetzt ich, das bin ich, das bin ich. Aber in Wirklichkeit bist du das gar nicht, sondern es ist einfach dein Verhalten, was du halt dir angeeignet hast, ja, und das dann halt auf einmal bist. Und ja, also das ist so ein bisschen das, was ich gerade aktuell so ein bisschen sehe, auch teilweise damit zu kämpfen habe, ja. Und mir ist dann auch so richtig bewusst geworden, wenn wir jetzt hier das Ganze auch mal wirklich auf der physischen Ebene mal anschauen, wenn du jetzt zum Beispiel einen relativ niedrigen Lebensstil hast und von wenig leben kannst und dir alles andere völlig egal ist, ja, und so gesehen, du eigentlich happy bist, wenn du Essen auf dem Tisch hast, happy bist, wenn du ein Dach über dem Kopf hast und happy bist, wenn du halt so deine Grundbedürfnisse decken kannst und halt da relativ günstig über die Runden sozusagen direkt halt kommst, weil das hier das für dich halt so die wichtigsten Sachen sind, dann hat, wie soll ich sagen, ist das Ego halt relativ schwach ausgeprägt, ja. Und mit schwach ausgeprägt meine ich, dass es dir halt nicht im Weg steht. Und das kann man halt auf verschiedene Dinge dann auch sehen. Jetzt kann man sich fragen, okay, hey, wieso hat jetzt der Thomas ein Office sich gegönnt? Wieso hat er sich jetzt hier alles Acoustic-Foam gegönnt und dieses und jenes gegönnt fürs Office? Ja, also ich sage es jetzt bewusst gegönnt, weil es dann halt auch, ich sage jetzt mal, auch meine Lebensqualität steigert und jetzt nicht per se einfach nur eiskalten Investment ist, sondern hey, wenn ich zwei Bildschirme habe, kann ich effizienter arbeiten, es steigert meine Lebensqualität. Wenn das hier noch ein bisschen schön aussieht im Office, einen guten Background hat, steigert das die Videoqualität oder es steigert auch, wie soll ich sagen, mein emotionales Wohlbefinden, weil ich mich halt dann wohlfühle in diesem Office und genug Platz habe und so weiter. Aber man muss halt dann auch bedenken, und das ist ja auch etwas, was ich mir bewusst immer wieder stelle, die Frage, ich hätte kein Problem jetzt, und das ist halt so ein Punkt, ich hätte kein Problem jetzt zu sagen zu müssen, hey, ja, ich möchte das Office nicht mehr aus X Gründen und das ist mir jetzt egal. Ja. Brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr, kündige ich auf den nächstmöglichen Termin, das ist, glaube ich, halbjährlich kann man das machen, und dann kündige ich das oder ich habe einen Nachmieter, dann geht es auch früher. Und dann ist die Sache gegessen, ja. Und das ist halt etwas sehr Wichtiges, was ich glaube, was halt so viel, oder ich will jetzt nicht sagen, das fehlt vielen, aber ich habe gemerkt, das hat auch bei mir teilweise gefehlt. So zum Beispiel, ich habe eine Entscheidung getroffen und jetzt muss ich mich umentscheiden und so eigentlich mir eingestehen, mir selber erstmal, hey, ich habe da eigentlich einen Fehler gemacht oder hey, das passt mir eigentlich doch nicht, obwohl ich noch vor 3 Monaten das gesagt habe. Und hier ist jetzt wieder das Ego im Weg und viele Leute, und ich erwische auch mich selber teilweise, wie ich dann immer wieder ein paar Monate an dieser Entscheidung nochmal mit mir zu kämpfen habe, bis ich dann auch sagen kann, hey, ich habe da wirklich irgendwie einen Fehler gemacht oder hey, ich möchte nicht mehr, also jetzt das Beispiel, nicht mehr das Office haben, weil es war doch nicht das Richtige und ich will lieber wieder von zu Hause arbeiten, ja. Und das ist halt sowas, da steht auch wieder hier immer wieder das eigene Ego einem im Weg, weil man sich gesagt hat, hey, ich habe aber doch das entschieden und hey, das ist so meine Vorstellung, dies, das, jenes, aber halt dann nicht mit der Realität sich auseinandergesetzt wird, wie es eigentlich wirklich ist und sozusagen auch vielleicht dann noch Stolz mit eine Rolle spielt, andere Emotionen, dass man sich da nicht umentscheiden kann. Und das ist so ein bisschen meine sehr naive Ansicht als 23-Jähriger, der hier einfach YouTube-Videos macht und sonst keine Ahnung vom Leben hat und ja, was er halt so ein bisschen von seinem Ego hält, so rein oberflächlich betrachtet. Also man kann natürlich auch noch so ein bisschen tiefer in die Sache rangehen, aber ich habe da noch so ein bisschen Mühe, das Ganze zu definieren oder in Worte zu fassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kann euch ja mal vielleicht noch zum Schluss ein kleines Beispiel geben. Wie erklärt ihr jemandem, der noch nie in seinem Leben Alkohol getrunken hat und noch nie in seinem Leben besoffen gewesen ist, was dieses betrunkene Gefühl ist, wenn man wirklich krass besoffen ist oder halt
ja, stockbesoffenes, blaues. Wie erklärt man das einem? Man kann es versuchen, in Worte zu fassen, in Worte zu erklären. Diese Person wird es niemals verstehen. Die Person wird niemals nachvollziehen können, was du gemeint hast. Klar, ja, du torkelst irgendwie so, aber er kann sich nicht vorstellen, wieso denn, ja. Und das Ding ist, Tag später kommt er zu dir, er hat wirklich sich volllaufen lassen mit einem Bier das erste Mal, mit ein paar Biers und so weiter. Und dann kommt er zu dir und sagt, hey, ich weiß jetzt ganz genau, was du meinst und ich kann das jetzt auch genauso erklären, wie du mir das erklärt hast. Aber ganz ehrlich, deine Erklärung war völliger Müll. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich konnte es erst nachvollziehen, nachdem ich es probiert habe. Und das ist jetzt einfach so ein einfaches Beispiel. Und so habe ich gerade aktuell auch das Problem mit dem Thema Ego, dass ich da gewisse Dinge nicht in Worte fassen kann, auch wenn ich sie vielleicht emotional verstehe, ja, aber das halt nicht in Worte rüberbringen kann. Aber vielleicht wird das sich ja irgendwann ändern und vielleicht werde ich dazu dann mal ein Video machen. Ich weiß, dass dieses Video relativ wenige Aufrufe haben wird, aber das ist mir völlig egal, ja. Ich finde es einfach cool, dass ich solche Videos machen kann und dann trotzdem einige Leute von euch diese Videos cool finden. Also wenn dir das gefallen hat, ja, lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Als einer von den wenigen Leuten, die diese Videos schauen, würde ich mich super freuen. Aber ansonsten auch gerne diesen Kanal hier abonnieren für weitere Videos. Natürlich hauptsächlich zum Thema Aktien, Business und Minimalismus. Einfach hier abonnieren und die Glocke betätigen, weil ich streame auch täglich um 18 Uhr mit verschiedenen tollen Gästen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö, Leute.